Glück auf, Europort 1. Was sagt euch die Firma Daola? Ich blende mal hier unten, blende ich euch mal die Internetseite ein. Wahrscheinlich gar nichts, mir bis vor kurzem auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe von denen ja einen Charger geschickt bekommen, mit der Bitte, den zu testen. Könnt ihr sehen, dass er angeschlossen ist und dass er auch lädt. Ist sehr futuristisch das Ganze, also schön mit diesem weißen Lack da. Also das gefällt mir schon mal ganz gut. Wie gesagt, das 5 Meter Kabel. So, und jetzt gehen wir mal zu den Charger. Der ist leider Gottes hier so ein bisschen versteckt. Hier an dieser Steckdose. Da haben wir ihn. Er leuchtet fleißig. Man sieht also, dass er lädt. Und man sieht von der Anzeige her noch nichts, weil er so im Standby geht nach einer gewissen Zeit. Man drückt hier drauf und jetzt können wir alles genau sehen und verfolgen. Also ihr seht, er lädt jetzt mit 3,4 kW. Ich habe ja nur einen Einphasenlader und man sieht das auch. Er zeigt alle drei Phasen an und nur eine Phase ist belegt. Und da kann man das genau sehen mit 15,4 Ampere, 217 Volt lädt er. Ich habe schon 1,19 kW dort geladen und er zeigt auch die Temperatur an, 14 Grad. Da muss ich nochmal gucken, ob das jetzt die Akkutemperatur ist. Also Außentemperatur kann ich mir kaum vorstellen. Nee, halt, das ist die Temperatur von dem Charger. Daran kann man sehen, genau, so war es. Daran kann man genau sehen, wie warm das Gerät ist. Und wir sind hier auf 16 Ampere. Das können wir natürlich umstellen, aber nicht während des Ladevorgangs, sondern wenn ich den abstöpsel, dann kann man den dementsprechend, ja, tut also nichts, wenn wir hier die Auswahl machen. Oder muss ich da drauf? Nein. Also das funktioniert natürlich nur dann, wenn der vom Starkstrom getrennt ist. Also das Gerät kann alles. Und wie gesagt, bei der Firma Daola, die haben einen super Shop, auch in Deutsch. Und auch da könnt ihr gerne mal drauf gehen und könnt mal gucken, was sie noch so alles haben. Und euch dementsprechend da was bestellen. Also wie gesagt, das war mit der App-Anbindung war das ganz einfach. Und so soll das auch sein. Er hängt jetzt hier, stellt euch vor, bei euch in der Garage, einfach eine Starkstromdose 16 Ampere. Dann hängt man den da dran. Man kann ihn dann vor der Garage, wie ich ihn jetzt auch hier parken habe, hinstellen. Oder man geht einfach hin. Wenn man 10 Meter Kabel hat, dann kann man sogar noch ein bisschen über den Weg legen, kann ein bisschen weiter. Und man kann ihn natürlich mitnehmen in Urlaub. So wie den Juice Booster auch. Und ich sage euch, der ist total leicht. Also das ganze Gerät ist also sehr handlich. Was er natürlich nicht kann, ist das, was der Juice Booster kann, dass man drüber fahren kann. Dann wäre der natürlich kaputt. Der ist aus Kunststoff hier. Aber regendicht das Ganze. Und ich finde den richtig gut. Also kann man nicht anders sagen. Macht das, was ein Ladegerät machen soll. Nämlich vernünftig laden. Fazit, ja, was soll ich sagen? Er tut das, was er tun muss, was ein Lader machen muss. Er lädt fleißig und der Preis ist der Hammer. Also 349 Euro zuzüglich Versand ist echt eine Preisansage an viele. Wenn ich mir so den Juice Booster angucke, was der kostet, gut, der kann auch viele Dinge mehr. Der kann bis 32 Ampere, da kann man drüber fahren und ähnliche Dinge. Aber braucht man das? Der hängt ja da oben, der hängt ja da oben dran. Also von daher gesehen, liegt er jetzt nicht auf dem Boden und man kann dieses Kabel auch 10 Meter bekommen. Also von daher ist das auch nochmal deutlicher. Allein das Kabel beim Juice Booster kostet schon ein halbes Vermögen und da ist man hier natürlich deutlich günstiger bei weg. Also ich finde das schon eine Kampfansage
Und ja, so der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Ne? Ich blende euch das nochmal an hier, die Internetseite. Geht mal auf den Shop, guckt euch das nochmal an dort. Die haben also da eine ganze Auswahl an Ladegeräten und Zubehör. Und auch die Lieferung, jetzt denkt man, ja gut, das kommt dann direkt aus China, das dauert was. Nee, innerhalb von 4 Tagen war der Chargeur hier gewesen. Ne? Also ich muss wirklich sagen, auch das ging schnell. Und ich habe es jetzt erst leider gedreht. Ich habe den schon 14 Tage bei mir liegen, aber ja, der Regen, der hat's einfach vermiest. Und bei dem Wetter kann man mit dem Equipment, Handy und ich sag mal auch mit der Kamera einfach nicht. Das funktioniert nicht. Das macht auch keinen Spaß. Jetzt ist zwar kalt, aber kalt ist nicht so schlimm. In Kälte gibt's Klamotten und ich kann nur sagen, guckt euch mal die Internetseite an. Sagt auch mal unten in den Kommentaren, wie euch dieses Teil jetzt gefällt, vor allem die, die auch andere Charger haben und Lader, ob der euch so gefällt, ob ihr den eventuell sogar kaufen würdet. Und leider habe ich vor euch keinen Rabatt rausgeholt, weil ich will unabhängig bleiben. Ich möchte mich nicht abhängig machen mit solchen Rabatten. Dann würde ich auch was zwar davon kriegen, aber Freunde, gut. Ich habe einen ganz kleinen Kanal. Ihr würdet 5% sparen von 349 Euro. Gut, das sind 15 Euro. Das ist gerade mal, die sind gerade mal die Versandkosten vielleicht. Also das macht keinen Sinn. Also das würde ich jetzt, das mache ich nicht. Lieber unabhängig bleiben und euch unabhängig dann dementsprechend mitteilen und Geräte prüfen, ohne dass ich jetzt das Blatt vor den Mund halten muss und das dann schönreden muss. Aber den kann ich wirklich empfehlen, muss ich wirklich sagen. Also haut rein. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Und im schlimmsten Fall dürft ihr auch mal den Kanal abonnieren für alle, die draußen meinen Kanal ab und zu gucken und noch nicht abonniert haben, denn das kostet ja nichts, das Abo. Und lässt meinen Kanal einfach weiter wachsen. Und ich muss sagen, ich glaube, 60% derjenigen, die schauen, haben noch nicht abonniert. Also da müssen wir noch mal drüber reden. Also das wäre super, wenn ihr das machen würdet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Ruport Heinz, Glück auf, bis demnächst.